Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Es ist wieder Zeit, sich mit einem bleiverliebten Raketenhuhn durch diverse Level zu ballern. Es ist Kapitel 12, irgendwo im urbanen Umfeld. Das heißt Bridge and a Half, also eine und eine halbe Brücke. Und da oben sehe ich doch schon wieder den ersten Honk rumhonken. Mich aber noch nicht hoch. Also erstmal hier unten durchgerollert. Yeah, hier ist die Kiste, die mir den Aufstieg ermöglicht. Aber ich habe da hinten noch etwas gesehen, was mich... What the fuck? Eine Selbstschussanlage. Die Schweine. Au. Ich hasse sie. Und deswegen sprenge ich sie. Komm schon zurück, du Sausack. Ich weiß ganz genau, dass du da bist. Padeng. Da war es ein Ex-Pinguin. Komm mal raus aus dem Schatten. Das war ja jetzt, sag ich mal, ein Start, der an Idiotie schier nicht zu überbieten ist. Aber er hat ein paar wichtige Lektionen gelehrt. Zum Beispiel leg dich A nicht mit Selbstschussanlage an und B, wenn du eine Granate nutzen kannst. Warum tust du es nicht? So, Kiste nochmal genau postieren. Ich könnte mir den natürlich auch zu eigen machen. Ich glaube, das ist die bessere Idee. So und zack. Und zack. Und ich und mein Timing. Ganz hervorragend. Ich denke, ich werde den Brain Bug hier vorne hinschmeißen. Da müsste er ungefähr sein. Yep, hab ihn. Tot. Der müsste doch jetzt eigentlich an der Selbstschussanlage vorbeikommen, oder? Nö. Ist aber auch scheißegal eigentlich. So. Und dann hier hochgehopst. Da lang gelauft. Und einen Knopf gedrückt. Da ist... Ah! Okay, habe ich gelernt. Jetzt bitte nicht nochmal von ganz vorne. Oh Gott. Ja. Spaß mit Max Snake und den Selbstschussanlagen. Das kann ja ein langes Level werden. Ich hoffe, es ist tatsächlich nicht allzu lang. Ansonsten wird der Spaßfaktor so eher gegen Null gehen. Komm, jetzt puck ich den einfach so um. So. Doppelt umgepuckt. Und jetzt dran denken. Schnell nach unten springen. Ich denke... Hier kommen wir um eine anständige Granate nicht drumrum. Ach, jetzt auch bitte nicht, dass das Ding dafür aufgeschaltet sein muss. Na, ich glaube, ich mache einfach mal einen großen Bogen drum. Alles andere klingt irgendwie albern. Dafür brauche ich die rote Karte. Die habe ich natürlich noch nicht. Die liegt nämlich in dem anderen Level... Also in dem anderen Bildschirm. Ganz linkslich. Ne, die Dinger sind tatsächlich schlicht und ergreifend nicht kaputt zu kriegen. So, mal schauen, ob ich hier genug Zeit habe. Habe ich. Und er kann sich auch nicht umdrehen.
Oh, das Gewehr sieht gut aus. Das will ich haben. Ein Problem, ich komme noch nicht ran, weil da muss ich von der anderen Seite kommen. Ja. Yippie-yay. Da habe ich zumindest mal Ruhe vor dem Ding. Das mir jetzt aber auch nicht so richtig weiterhilft, denke ich. Ne, weil hier brauche ich immer noch die rote Karte. Die habe ich nicht. Also wieder den Rückweg angetreten. Und schnell sein. Gut. Lesson learned. Aber was ich noch viel lieber hätte jetzt momentan, ist tatsächlich ein bisschen Health. Weil jetzt renne ich direkt in diese blöde Sentry wieder rein. Nee, doch nicht. Das habe ich ja gut hingekriegt. Ich muss mich auch mal selber loben. So, jetzt habe ich die rote Karte. Kann den direkt in den Haufen schießen. Ach nö. Das wird ja lästig hier mit der blöden Gesterberei. Aber immerhin Save Point. Na, wo ist er? Weißt du, dass du da bist? Ihn. Und jetzt der Versuch hier durchzukommen, ohne dass mich das Drecksding erwischt. Na, das klappt ja mal semi-gut, aber ich bin zumindest durchgekommen. Und jetzt brauche ich hier sicherlich die grüne Karte für irgendwas. Oh wow, was für ein Ausblick. Ach du Scheiße. Ja, nee, das war ja jetzt irgendwie Kacke. Also nochmal. Oh. What a view. Die Frage ist, ob ich da rechts irgendwie reinkomme. Ich kann hier zwar jetzt wahrscheinlich echt gut Wachen umpogen. Das macht bestimmt doch total viel Spaß. Aber es bringt mir original nichts. Und deswegen beschließe ich hier das lustige Spiel mit den Brainbugs zu spielen. Ja, weil die Jungs mit, ne? Die haben eine Freund-Feind-Erkennung. Und das werde ich jetzt mal ausnutzen. Um mal zu schauen. Blaue Karte. Gut, die habe ich jetzt nicht. Den Onkel kann ich aber im Prinzip direkt mal umgucken. Den braucht ja eh kein Mensch. So. Hier kann ich runterfahren. Herz allerliebst. Und ich denke, es ist an der Zeit, mich zu erschießen. Konnte mich eh noch nie leiden. So, und dann kann nämlich das Hühnchen all diese Dinge umgehen. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung, wo die blaue Karte ist. Ich habe die grüne. Aber ich kann ja auch noch eine Etage nach oben fahren. Fahren wir mal nach oben, mal gucken, was es da so gibt. Mehr Wachen.
jetzt erstaunlich ist. Hätte ja keiner mit rechnen können. Eine tote Wache. Die grüne Karte. Sehr gut. Und die geht's wieder runter. Rauf auf den Turm, runter vom Turm, rauf auf den Turm, runter vom Turm. Na, 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 na. Ha! Beweise, wo ich bin. Und ich will das Knifte. Eine Rosebud. Wie bist du denn für ein Knifte? Ein großes Gewehr. Ein richtig großes Gewehr. So. Ja. Ich hab's ja verstanden, ich bin blöd. Die interessantere Frage ist ja jetzt... Kann ich mit meinem Gewehr... Also es sieht nicht danach aus. Aber... Könnte ich mit meinem Gewehr... Ja, ich hab's verstanden. Ich laufe erstmal nach hinten. Versuche... Ich komme da gar nicht nach hinten. Die Strecke reicht nicht aus. Was mich auch irritiert ist, dass er aufhört zu schießen nach einer Zeit mit seiner Knifte. Muss hier nachgeladen werden oder was? Na gut. Ich lasse das jetzt einfach mal sein. Okay. Diese Knifte ist ein bisschen komisch. All dieweil. Hat aber ganz schön Bums. Mein lieber Scholli. Aber sie schießt halt nur im Salvenmodus. Los, hoch, 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 hoch! Ah! Ins Kreuzfeuer von zwei Seiten. Oh Gott, nochmal von hier. Also los. Ja, das habe ich verböselt. Ich weiß. Ich weiß aber auch nicht, wie ich das gerade gemacht habe, dass ich einfach quasi durchgelaufen bin. Ah, ich habe einen Sprung. Ja, verstanden. Ich muss möglichst weit reinspringen. So und so. Und nochmal den Knopf gedrückt. Und nochmal die Schussstellung bezogen. Und nochmal die beiden über den Haufen geschossen. Sehr schön. Und jetzt nicht vergessen, Y zu drücken. Weil mit Y fährt man weiter. Das hat sich gut angefühlt. Ich habe übrigens die blaue Karte. Aber ich fürchte, ich muss doch nochmal das Gewehr wechseln, weil da geht mir langsam aber sicher die Moon aus. Oh! Hartbold, we're storming the palace. Wir stürmen den Palast. Die Revolution startet heute. Schließ dich uns an. Oh, Munition. Leben. Alles wunderbar. Also, merke. Upp. Immer schön hinter den Jungs bleiben. Und möglichst schnell hier hochspringen. Was mache ich denn? Okay. Sehr gut. Also nochmal. Okay.
warte ich jetzt direkt aufs zweite Team? Ich denke schon. Und jetzt laufe ich dem ersten hinterher. Tja. Das bringt ja alles irgendwie herzlich wenig hier. Wenn die Jungs einfach direkt abgeknallt werden. Los, join the revolution, we are storming the palace. Los geht das hier. Sie schießen jetzt. Klappt sie hoffentlich. Boah, wieder zusammen. Tut sie natürlich just in dem Moment nicht, wo ich es brauche. Da läuft einer nach vorne. Da riecht das Huhn an seinem Pixelschweiß. Jetzt will ich mal gucken hier. Schießt, 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 schießt. Lauf, 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 lauf. Na? Wie hat er den gemacht? Yay! Yay! Sie haben den Palast gestürmt. Oh, glorious day! Oh, glorreicher Tag! Oh, fröhliche Stunde! Hardboiled hat den Weg freigemacht. Brüder, Angriff! Ja, in Superman-Pose mal schön von einem Podest gehopst. Okay, ich bin im nächsten Level, das heißt Rock'n'Roll. Und das ist Teil des nächsten Let's Plays. Ich wünsche euch was, zockt viel, zockt schön und tschüss.